Ach, schön. So, herzlich willkommen zurück, Freunde, ne? Zurück zu The Last of Us 2. Und es geht wieder weiter. Ja, ich habe jetzt wieder das Spiel geladen, wie ich sonst in den anderen Folgen davor gesagt habe, wo ich schon so weit gekommen bin und dann später gesehen hatte, dass ja, die Aufnahmen abgeschmiert sind. Dürfte jetzt jedenfalls nicht. Ich hatte auch mal einen Test gemacht, als ich mal so gezockt habe mit Mimi und Genob. Dead by Daylight habe ich mal die Aufnahme einfach so mitlaufen lassen. Und hatte dann gesehen, dass, weil ich es ja auch über Software eingestellt habe, dass also Elgato Game Capture soll über die Software aufnehmen, nicht über die Grafikkarte. Und da sah alles problemlos aus. Also dort war dann alles flüssig, alles lief, das Bild ist nicht hängen geblieben. Ja, deshalb, toi toi toi, hoffen wir, dass hier an der Stelle bei der Aufnahme jetzt ab sofort auch alles wieder top ist. Weil ich nicht schon wieder Sachen nachspielen muss. Gut, ja, wie ich erwähnt hatte in den Folgen davor, habe ich schon Waffen und so weiter gut aufgerüstet. Ich hatte dort auch schon freigeschaltet, dass wir Munition für diese Extra-Pistole, diese krasse mit nur einer Munition in der Kammer, eine Kugel in der Kammer, selbst herstellen können. Waffen selbst hatte ich auch was anders, denn ich hatte bei dem Sturmgewehr hier, wo ich schon mal nachgespielt hatte, hatte ich ja mal auch, denn auch gesagt in den Folgen, als Test, weil ich ja eh am Ende laden werde, dort, wo ich schon alles gut aufgebaut hatte, ausgerüstet hatte, dies und das, hatte ich mal Feuerstoß getestet und ich fand das gar nicht so schlecht. Also, man schießt 3 Kugeln hintereinander ab. Auf einmal, ne? Ja, dachte ich zuerst, ach, brauche ich nicht. Ich habe es aber dadurch die Chance gehabt, das mal zu testen und mir fällt jetzt nichts anderes ein, wo ich jetzt unbedingt was machen wollen würde. Schrotflinte sowieso nicht. Die kann ich so stabil halten und alles. Pistole könnte, aber ist jetzt nicht so notwendig. Deshalb dachte ich mir, ach komm. Feuerstoß, glaube ich, machen wir uns diesmal auch wirklich, ne? Auch hier. Würde ich schon nice finden. 80, wir haben genau 80. Passt auch perfekt. Ich glaube, das ist Schicksal. Von daher müssen wir es machen. Gut, machen wir das mit. Okay, nice. Warte mal, wo habe ich die Fernbedienung? Falls der Fernseher irgendwann mal ausgehen will oder so. Da. Sorry. Und die Lautstärke. Nicht, dass ich irgendwie außerdem am Fernseher auch die Lautstärke laut habe. Und ich krieg's nicht mit und dann hört ihr den Ton doppelt plötzlich. So. Jetzt haben wir null Schrott. Toll. Schönen Dank aber auch. Gut. Und dann geht's endlich weiter. Nachdem ich dreimal bis hierhin spielen musste, kann es endlich weitergehen. Holy shit, man. Let's go. Ich bin schon so gespannt, was noch alles auf uns zukommt. Zuerst. Ja, wir gehen diesmal zuerst, genau. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Anscheinend kommen wir jetzt ins Freie wieder. Und ich weiß nicht, wann das Ende kommen wird. Ich bin so gespannt. Ich bin immer noch verwundert, wie lange es geht. Über den Dächern wieder. Ernsthaft? Wie hoch müssen wir denn noch? Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Prophetin. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Wenn wir mal die Umgebung angucken. Haben uns ein neues Kind angeboten. Boah, Alter. Weil der Nebel verdeckt, wie hoch das Haus ist. Dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Ja, na klar. Ja, na klar. Oh, shit. Alles klar. Ruhig.
Ganz ruhig, alles gut. Scheiße, wer hat einen Blick auf uns? Oh, shit. Da oben ist auch noch einer. Okay. Let's go. Langsam, ruhig. Okay, zur Wiese. Platz, mach Platz! Scheiße, jetzt können wir unten rum, aber auch oben. Ich bin irgendwie mehr ein Fan von oben rum. Ich bin eigentlich mehr ein Fan von oben rum, aber ich will erstmal auch gucken, was hier unten ist. Oh, okay. Schritte. Sehr gut. Komm, dreh dich weg. Mann! Danke. Läuft bisher, würde ich mal behaupten. Nein. Alter, gerade einfach mal so geräuschlos drei Leute ausgenockt. Ja, was heißt ausgenockt? Ja, was Schlimmeres. Ruhig weiter. Ich will die Pfeile haben. Bleib bloß geduckt. Der sieht bestimmt nicht das vom Sturmgewehr. Den Griff. Oh. Bist du bescheuert? Ja, jetzt schieb mich hier einfach weg, ey. Ist dein Ernst? Ich weiß nicht, ob noch jemand anders hier ist. Du entkommst nicht. Nee? Werden wir ja sehen, mein Freund. Mal der Ausblick. Holy shit, man. Okay. Ich weiß nicht, ob noch jemand hier ist. Ich will die Spannung jetzt auch nicht zu sehr nehmen und jetzt gleich mal gucken, ob irgendwo einer zu sehen ist bei diesem Lauschen. Sondern lieber selbst herausfinden, kurz mal. Oh, ich höre gerade nichts. Den haben wir noch mit dem Pfeil ausgenockt. Gucken, ob wir den auch wieder mitnehmen können. Ja. Perfekt. Haben wir jetzt wieder zwei Stück von. Aber wir hatten doch noch einen verballert. Oder? Wir hatten doch noch einen geschossen. Okay, jetzt gucke ich mal kurz. Aber... Oh, Tatsache.
Sogar noch zwei. Das war jetzt gerade so ruhig. Ich dachte, das war's. Wo hatten wir denn noch einen getroffen? Oh, da oben ist noch jemand. Also die dort unten hatten wir ja. Mein Gott, und wenn, ist egal, ey. Jetzt wegen einem Pfeil würde ich jetzt nicht, auch gerade wegen euch, nicht tausend Sachen durchsuchen. Oh, Money. Also jetzt nicht eine halbe Stunde hier rumsuchen. Nach einem Pfeil. Okay, jemand wollte uns sehen. Wo? Über uns, oh. Ja, aber wenn ich jetzt nicht treffe, haben sie einen Vorteil, sind denn über uns. Haben uns dann auch bemerkt. Guck, hier ist auch noch was. Geil. Mal gucken, nicht, dass jemand sieht. Da. Wie perfekt. Shit, ich habe keine Sicht auf ihn. Oh, hier ist noch ein Pfeil. Perfekt. Haben wir auch gleich. Oh, noch einer. Geil. Okay. Shit, der hat sich. Ist jetzt schon wieder weg. Oh, da. Perfekte Position von hier. Nein, was macht der da? Ist mir zu riskant. Das war mir zu riskant. Tut mir leid, Leute. Ich will perfekte Präzision. Und ein perfektes Timing. Jetzt schieße ich, ja? Versprochen. Ob er trifft oder nicht und den Alarm ausgelöst wird, ist egal. Warten. Was? Niemals. Wir sind nicht allein. Genau, überprüf das Dach. Am besten. Das wäre ganz gut. Leichtsinnig? Junge, halt mir den Rücken frei. Was ist das? Sind wir hier in einer Techno-Disco oder was? Alter, von wo? Du Sau. Scheiße. Bam! Oh! Oh! Aua, mein Rücken! Mein Rucksack! Ey, Junge, bist du bescheuert? Ey, der haut mich da einfach da zur Seite, dass ich raus bin vom Versch... Ey! Der Junge, Alter, haut mich einfach raus. Ist der bescheuert? Ich bin voll versteckt und er so, guck mal, hier ist sie. Oh, oh nein. Ah, scheiße, steh auf. Du bist doch so bescheuert, Alter, Mädchen.
Anstatt du aufstehst! Was ist denn das? Unfassbar, ey. Okay, nochmal, wir wollen Action. Wow, gut gemacht, Junge. Wow, 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 wow. Einer erledigt. Alle erledigt? Ernsthaft? Wow, 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 von wo? Du Mistratte. Ah! Wie lange sie braucht? Du willst es, ja? Du willst es. Warte, ich bin noch nicht fertig mit dir. Du Mistsau. Was werde ich? Was werde ich? Eine Person ist hier noch. Ich glaube, über uns. Oh! Entschuldigung! Ich hatte aus Versehen noch die Brandmunition drin. So war es gar nicht geplant. Verfehlten, wie auch immer. Ja, verdammt. Ich hab dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Achso, ja. Ich bin nochmal runter. Ich hab vergessen, nochmal zu gucken, ob die irgendwas bei sich hatten. Wegen Muni, ey. Naja, Machete. Brauch ich nicht. Ah, hier. Ja, hätte besser laufen können. Aber wir haben es geschafft. Das ist das, was zählt. Das ist das, was zählt. La 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 la. Da liegt auch noch einer. Oh, guck mal. Da liegt auch noch was. Pfeil! Hallo, haben Sie was für mich? Nein, haben Sie nicht. Ach, ein Fahrstuhl. So. Ich habe schon gesehen, Medikit liegt dort noch. Sehr schön. Und Flasche sogar. Alkohol. Und hier können wir wieder hoch. Oh, das arme Tuff-Tuff. Sturmmuni. Ach. Ja, trotzdem regt mich das auf, der eine Moment, wo er uns rausgeschubst hat, ey. Siehst du einen Ausgang? Vielleicht ganz gut ausgegangen noch. Vielleicht kommen wir da rein. Ah, ja. Dann erstmal aber hier gucken. Ach, hier wären wir dann hingekommen. Okay, hier lag nichts mehr auf dem Weg. Dann hey, ho, let's go.
dir das an. Heilige Scheiße. Boah. Da fühlt sie sich gar nicht wohl. Sieht leer aus. Theoretisch noch mehr da sein. Okay. Und jetzt? Warte mal, lass mich raten. Hoch. Ja. Ja, immer hoch. Ja, oder es gibt jetzt erstmal wieder eine kleine Pause von Gegnern. Dies kann auch sein. Zwei Stück. Ach, das war gar kein Medikit, was ich aufgesammelt hatte, sondern einfach allgemein ein bisschen Heilung. Okay, dafür brauchen wir auch Alkohol. Hierfür auch. Ich würde aber ruhig sagen, wir machen mal Brandmuni wieder. Damit es wieder ein bisschen voller ist. Das wäre ganz gut. Dann können wir wieder ein bisschen Alkohol mitnehmen. Aber nicht gleich zu Anfang. Krass, Schrotmuni ist auch voll viel schon weg, ey. Das geht so schnell. Oh, ich dachte, der Junge ist gerade ein Gegner, der da steht. Danke. Also manchmal sind die ja immer schon eine Hilfe, manchmal aber genau das Gegenteil. Ist immer so 50-50. Ja. Gut, wir haben doch bestimmt hier was. Ja, komm. Ein Lappen. Und Schrott, Schrott, Schrott. Weil jetzt kommen wir auch langsam an den Punkt, auch bei Waffenverbesserungen. Jetzt weiß ich schon langsam nicht mehr, was ich verbessern soll. Ist eigentlich schon das Zeichen dafür, dass es demnächst irgendwann bald... Ja. Oh. Demnächst bald ein Ende kommen wird. Aber ey, es ist wirklich so. Ich bin immer wieder überrascht gerade. Am laufenden Band... Mal kurz die Lehne hoch. Wie lange das Spiel geht. Alter. Ich dachte vorhin damals, als Abby uns dann überrascht hatte, da dachte ich, jetzt kommt das Ende. Aber dann kam mir erstmal das Ding plötzlich heraus, dass man jetzt Abby noch spielt. Und dann jetzt auf einmal gefühlt genauso lange wie unsere Hauptcharakterin. Alter, das ist schon wirklich, wirklich heftig. Hey, zieh das Gitter runter. Okay, wenn du es sagst. Der läuft noch, ey. Ja, extra werden sie bestimmt immer schön befüllen. Darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott. Denk an die guten Seiten der guten Seiten. Ja, du läufst schneller. Heilige Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommen bereitet. Nur in der Schwäche liegt die wahre Stärke. Weise Worte für einen Jungspund. Mit noch keinen Haaren an Sack. Wirklich sehr weise, wahre Worte. Das ist wahrscheinlich so ein 90-jähriger alter Samurai, der oder Mönch, der in diesem Körper lebt. So klang das. Ist das von der Prophetin? Ja. Hm. Ah, okay. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Ja, da ist denn okay. Aber gut, theoretisch müssen sie ja auch, ne? Manchmal bist du ja gerade in dieser Welt dann trotzdem noch angewiesen drauf. Sonst hast du ja gar nichts.
Oder die anderen sind halt besser ausgerüstet, ne? Dann kannst du ja nicht mit geschnitzten Speeren auf Soldaten zu rennen, wenn die Sturmgewehr haben und auf dich ballern. Zum Beispiel eigentlich. Oder halt so eine Transportmitte, ne? Wenn du so einen Fahrstuhl brauchst. Nein, wir akzeptieren sowas nicht. Wir klettern jetzt die Hochhäuser so hoch. 100 sind hochgeklettert, einer hat es überlebt. 99 sind gestorben. Geile Soldaten. Die Soldaten taktisch sehr klug eingesetzt. Dann. Na? Sind hier wieder Gegner? Das ist so ein großes Areal hier. Wäre ich ziemlich misstrauisch. Oh! Explosionsdingsbums! Sprengstoff. Ich habe immer Angst, etwas zu verpassen. Ah, hier können wir nicht hoch.